Wahlkonfrontation 2008. Wilhelm Molterer, ÖVP, gegen Jörg Haider, BZÖ. Mit Ingrid Thornherr. Meine Damen und Herren, guten Abend. Zum dritten Mal aus dem Konfrontationenstudio vor der Wahl 08 treffen heute bei mir zwei Politiker aufeinander, die bis vor nicht allzu langer Zeit in einer Koalition eng zusammengearbeitet haben. ÖVP und BZÖ haben die Regierung nach der Spaltung der FPÖ weitergeführt und meine beiden heutigen Gäste waren maßgebliche Köpfe von Schwarz-Orange. Der eine damals Parteichef, der andere Klubobmann im Parlament. Wie stehen Sie heute zueinander und wo decken sich Ihre Ziele und Interessen? Und wäre eine Neuauflage dieser Zusammenarbeit denkbar? Das diskutiere ich jetzt gleich mit meinen Gästen. Ich begrüße ÖVP-Chef Wilhelm Molterer. Guten Abend. Guten Abend, Frau Thornherr. Und BZÖ-Chef Jörg Haider. Guten Abend. Ihnen beiden danke fürs Kommen. Jetzt haben wir uns alle natürlich erinnert an dieses fast Vater-Sohn-artige Verhältnis, das einmal Andreas Kohl mit Peter Westenthaler hatte. Das kommt jetzt bei Ihnen beiden schon rein altersmäßig eher nicht in Frage. Aber auch sonst ist eher wenig über Ihr beider Verhältnis zueinander bekannt, Herr Haider. Wie stehen Sie denn eigentlich zu Wilhelm Molterer? Ja, ich denke, dass in der Zeit, wo wir in der Koalition zusammengearbeitet haben, es zumindest mir und uns besser gelungen ist, die ÖVP zu überzeugen, dass man auch soziale Politik machen soll, wenn es notwendig ist. Denn das, was mich im Moment wirklich schockiert, ist eigentlich, dass die ÖVP eine unwahrscheinliche soziale Kälte in dieser Zusammenarbeit mit der SPÖ an den Tag gelegt hat und dass die SPÖ hier mitgespielt hat. Schreiben Sie das Wilhelm Molterer persönlich zu? Er ist Finanzminister, er hat bisher nichts ausgelassen, was für die Österreicher gut wäre, denn er hat immer kassiert. Er hat also die Mineralölsteuer just zu dem Zeitpunkt erhöht, wo also die Preise beim Benzin und beim Diesel gestiegen sind. Und er hat im Grunde genommen auch die Wünsche der Österreicher, vor allem der kleineren Einkommensbezieher, der Familien, dass man vielleicht die Teuerung ausgleichen soll, nicht erhöht, sondern hat interessanterweise zum gleichen Zeitpunkt, solange die Koalition noch war, eine steuerliche Entlastung der Reichsten der Reichen, nämlich der Privatstiftungsbesitzer, im Parlament noch einmal durchgesetzt. Bleiben wir kurz persönlich am Anfang. Wir reden eh gleich konkret über die einzelnen Themen. Bleiben wir noch bei der persönlichen Ebene. Wie können Sie mit Jörg Haider? Na, jetzt ist er wieder einmal da, offensichtlich. Sie wechselt ja öfter. Es hat weder den Jörg Haider noch die FPÖ noch das BZÖ bedürft. Die Volkspartei weiß, wie wichtig soziale Gerechtigkeit in dem Land ist, wie wichtig das für die Menschen in dem Land ist, dass wir konkret helfen, das ist ja überhaupt keine Frage. Die Volkspartei hat eine gute Regierung geführt. Vom Jahr 2000 bis 2006 die Führungsverantwortung übernommen und es ist viel weitergegangen. Aber meine Frage war ja jetzt irgendwie nach dem Verhältnis zueinander. Wir reden dann gleich auch im Einzelnen über die konkreten Themen. Ich meine, das geht von bis. Wer Jörg Haider kennt, weiß, dass die Bandbreite groß ist. Das ist manchmal absolut konstruktiv, manchmal ist er, wie er halt ist, so wie ihn Österreich kennt. Na, finden Sie es gut, dass er wieder da ist oder nicht? Ja, das ist seine Entscheidung, wobei er nicht ganz klar ist. Das ist ja auch eine Frage, die die Kärntnerinnen und Kärntner stellen. Was ist jetzt dieser Landeshauptmann oder kandidiert er für den Nationalrat? Aber das muss er selber wissen, wie er es mit seinen Landsleuten hält. Dieser Wahlkampf scheint sich auf jeden Fall, meine Damen und Herren, zu einem Wettbewerb um die größere Spendierhose zu entwickeln. Jede Partei legt da ihre Rezepte gegen die Teuerung vor. Die ÖVP hat dazu allerdings vor allem Maßnahmen im Talon, die eigentlich schon so gut wie beschlossen sind oder eigentlich schon gelten. Das ÖVP-Antiteuerungspaket lautet nämlich, Erbschafts- und Schenkungssteuer sind weg, ist schon in Kraft. Dann die 13. Familienbeihilfe einzuführen, wo man jetzt nicht ganz genau weiß, ab welchem Lebensalter, aber im Wesentlichen kann man davon ausgehen, dass das kommt. Ja. Sagen Sie ja, wann denn? Können Sie uns das auch konkret sagen? Noch heuer wirksam. Also heuer noch ausgezahlt. Ja, selbstverständlich. Gut. Die Familien brauchen es in Österreich. Und das Dritte, was auch schon eigentlich ausgehandelt ist, ist die Erhöhung des Pflegegeldes. Und das sind alles Sachen, die also bereits paktiert oder schon sind oder schon gelten. Und im Gegensatz zu anderen Parteien vertrösten Sie ansonsten die Menschen auf die Steuerreform 2010. Warum will die ÖVP nicht, wie alle anderen, jetzt gleich Geld in die Hand nehmen? Also das ist ganz klar, jetzt ist das Problem, daher wird jetzt gehandelt. Wir haben etwa beispielsweise schon wirksam und das wirkt konkret. Ich bin in Betrieben draußen, wo mir die Arbeitnehmer bestätigen, jawohl, sie haben jetzt mehr netto. Warum?
weil wir die Arbeitslosenversicherungsbeiträge vor allem bei den kleinen Einkommen gesenkt haben. Na Gott sei Dank, es war unser Vorschlag. Wir werden bei den Pensionen, darauf haben die älteren Menschen in dem Land einfach ein Anrecht, die Pensionserhöhung früher machen, nämlich nicht ab 1. Jänner, sondern bereits ab November. Das brauchen auch die älteren Menschen. Und ich stehe dazu, wir helfen dort, wo die Hilfe notwendig ist, etwa bei den Familien mit mehr Kindern. Das wird beschlossen, das wird heuer noch wirksam und ist keine einmalige Geschichte, keine einmalige Maßnahme, sondern das ist eine Dauerregelung. Und ich habe einen sehr klaren Plan. Die erste Stufe ist bereits umgesetzt. Die zweite wird teilweise noch heuer umgesetzt, hoffentlich. Das ist die Pflegegeldgeschichte, wird erhöht. Pflegegeld für die, die es besonders brauchen. Die Familien mit Kindern, die es besonders brauchen. Es ist klar, dass wir zusätzliche Maßnahmen für den Mittelstand haben. Und in 16 Monaten spätestens ist mein großes Ziel, Mittelstand steuerlich zu entlasten. Die, die Steuer zahlen und die, die es brauchen. Also 2010, da sagen Sie, Herr Haider, das ist Ihnen alles nicht genug. Ihre Pläne gehen ja viel, viel weiter. Sie verlangen viel, viel mehr. Haben Sie sich eigentlich ausgerechnet, was das alles, was Sie da fordern, so kostet? Ich verlange erstens nichts anderes, als was wir auch in Kärnten schon gemacht haben. Das heißt, wir haben in unserem Bundesland, und da unterscheide ich mich einfach von der Bundesregierung, die Sie auch angeführt haben oder die Sie wesentlich mit beeinflusst haben jetzt, dass wir zum richtigen Zeitpunkt begonnen haben. Denn die Teuerung ist ja seit dem Jahre 2006 ein Problem. Sie kommen jetzt her, haben bis zum Krach in der Koalition, bis Ende Juni gesagt, eigentlich ist alles Palette, wir haben kein Geld, wir können nichts gegen die Teuerung tun. Und jetzt plötzlich, nach der Methode, am Abend wird der Faule fleißig, überbieten sich ÖVP und SPÖ, was sie machen sollen. Und wenn Sie es uns jetzt sagen, die Arbeitslosenversicherungsbeiträge für die Kleinen sind gesenkt worden, jetzt haben alle, sind ganz glücklich, dass sie mehr Netto haben, dann muss man erstens einmal wissen, dass sie damit auch mehr Lohnsteuer zahlen, denn sie wissen ganz genau, dass damit die Bemessungsgrundlage steigt bei der Besteuerung, wenn die Sozialversicherungsabgabe geringer ist. Das heißt, das kennen Sie sich selber ausrechnen, dass von dieser Entlastung maximal die Hälfte bleibt. Und dass das eigentlich ein Nachholprozess ist. Denn in Wirklichkeit auch bei den Familien, wenn sie jetzt den 13. anbieten, dann haben sie im Grunde genommen bestenfalls den Nachholprozess von dem, was die Familien durch die Teuerung in den letzten Jahren verloren haben. Und dort ist nicht angepasst worden. Und daher sage ich, es ist zwingend notwendig, dass wir erstens einmal im Teuerungsausgleich etwas machen, ob das jetzt die Debatte um die Senkung der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel, auf Grundnahrungsmittel ist, wo man sagt, das ist vielleicht nicht zielgerichtet. Oder das, was wir in Kärnten gemacht haben, dass wir Familien und Einkommensschwächeren einen Direktzuschuss gegeben haben. Das heißt, 200 Euro Direktzuschuss für Einkommensschwächere, 300 Euro für die Familien. Meines Erachtens wäre das für einen Finanzminister überhaupt kein Problem, wenn er sagt, ich mache eine gesetzliche Regelung, dass im Oktober jeder Lohnsteuerpflichtige um 200 Euro weniger Lohnsteuer zahlt. Die bleibt ihm netto. Und pro Kind kriegt er einen Zuschlag von 50 Euro. Dann haben Sie unbürokratisch rasch eine massive Entlastung der Bevölkerung, ohne der Steuerreform vorzugreifen. Aber Sie zeigen, dass wenigstens jetzt, nach 2 Jahren Verzögerung, die Bereitschaft da ist, was zu tun. Und das wäre auch mein Appell, denn ich glaube, Herr Vizekanzler, nur die Leute zu vertrösten und zu sagen, mein Ziel ist 2010 irgendwas zu machen, helfen muss man dann, wenn es notwendig ist. Wenn jetzt eine Katastrophe passiert, dann müssen Sie jetzt Katastrophenschutzmittel einsetzen, um den Leuten zu helfen und nicht 2 Jahre später. Und jetzt haben wir die Katastrophe der Teuerung. Und Sie müssen auch meines Erachtens in der Frage der Benzinpreise und der Dieselpreise etwas tun. Wo ich Ihnen sage, Sie hätten die Möglichkeit, mit dem Preisgesetz, so wie Luxemburg, so wie Slowenien, eine Höchstpreisregelung zu machen. Und damit würde automatisch vielen, vielen Österreichern, die täglich zu arbeiten,